Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Ein Glühwein, mal gucken, ob er warm genug ist. Oh. Vom Weihnachtsmann. Danke, vom Weihnachtsmann. Wenn er warm genug ist, Bescheid sagen, dann haben wir noch mehr. Muss ich erst kosten. Hallo. Hallo. Los, komm her hier. Es gibt ja heute nicht nur Schokolade, es gibt ja alles Mögliche in Adventskalendern, aber das hier ist ein ganz besonderer Adventskalender, den wir eigentlich schon traditionell zur Weihnachtszeit öffnen. Wir öffnen jedes Jahr zur Weihnachtszeit im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen ein Adventstürchen an Orten mit Bedeutung. Ich darf daran erinnern, in Werder weiß ich, wir haben an der Kirche Maria mit Meeresstern schon das Adventstürchen aufgemacht und ich freue mich, dass wir heute hier im Hof vor dem Verwaltungsgebäude unserer HGW stehen und hier das Adventstürchen aufmachen können. Viele von Ihnen kennen das ganze Ensemble noch, wie es gewesen ist, ohne die Häuser hier vorne mit der Lücke, die dort geklafft hat. Und nicht zuletzt dank der HGW ist es uns gelungen, die Lücke zu schließen, einen kompletten Marktplatz hier wieder auf der anderen Seite zu haben, wo derzeit der wunderbar kleine Weihnachtsmarkt stattfindet. Und ich denke, das ist für die HGW mit der Stadt im Hintergrund doch eine ganz ordentliche Leistung, denn die Häuser fügen sich ganz wunderbar in das Stadtensemble ein, was leider jetzt nicht mehr möglich ist. Man sieht dieses wunderbare Ensemble hier nicht. Und zu diesem Bau würde ich den Geschäftsführer der HGW, Herrn Thomas Lück, bitten, einige Worte zu uns zu sagen, bevor wir dann das Haus stürmen, uns aufwärmen und gucken, was sich hinter den Glasscheiben verbirgt. Vielen Dank, dass du das so schön hier anmoderiert hast und ich freue mich heute, dass Sie alle hierher gekommen sind, trotz der Kälte und dass Sie so lange hier ausgeharrt haben. Ich freue mich auch ganz besonders, dass heute unser Aufsichtsratsvorsitzender auch hier ist, der Herr Christian Große, dass unser Altbürgermeister, Herr Werner Große, auch hier ist und die Frau Saskia Ludwig aus dem Landtag begrüße ich auch recht herzlich. Die Frau Sass hat ja schon angedeutet, wir haben es hier mit einem historischen Bauwerk zu tun, zumindest ein Teil davon. Sie können den historischen Kern auch dort drüben im WAZV noch erkennen. Das war hier früher wohl mal die Endstation des Pferdebahnhofs. Richtig? Der Bürgermeister Nick, der ehemalige, unser Altbürgermeister, da muss das stimmen. Und danach war es der Busbahnhof. Das war bis in die 90er Jahre eine unansehnliche Brache. Und dann ist im Jahr 2001, 2002 hat damals dann die HGW dieses Gebäude hier errichtet bzw. an den historischen Kern angebaut. Das ist auch sehr gut gelungen, wenn Sie hier vorne mal schauen wollen, diese Glasfassade. Das ist so, die Form folgt der Funktion Bauhausstil. Viel Licht und Sie können im Prinzip die Tragwerkskonstruktion erkennen. Ganz besonders ist halt auch, dass die Tragwerkskonstruktion durch Farbe noch deutlich gemacht worden ist. Ja. Ich werde Ihnen das nachher dann innen drin auch nochmal genauer zeigen. Und das war ja dann so, dass nach 2002 dieses Grundstück nicht bebaut war. Es war als Parkplatz genutzt, das sah nicht besonders schön aus. Im Jahr 2010, 2011 haben wir dann diesen Gebäudekomplex errichtet. Das sind drei Häuser, die 12, 13 und 14. Und ganz besonders in den Wohnungen
da ist jede Wohnung anders. Ne? Das sind alles Unikate. Und mit einer sehr schönen Ausstattung kann ich Ihnen auch nur wärmstens ans Herz legen. Einige Mieter sind heute hier, die wissen das. Abschließend möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Menschen, die das hier möglich gemacht haben. Da waren ganz viele Mitarbeiter von der Stadt, die haben hier alles aufgebaut, die haben für Sie den Glühwein zubereitet. Und ich möchte mich bei Peter Josef Weimann bedanken. Peter, da hinten bist du. Ja. Der Peter stattet uns seit vielen, vielen Jahren mit seinen Gemälden aus. Ja, ich bin ein großer Fan davon und die Bilder werten dieses Gebäude noch einmal zusätzlich auf. Vielen, vielen Dank, Peter. Peter hat uns auch ein Sofa zur Verfügung gestellt und dafür gesorgt, dass heute musikalische Untermalung hier ist. Peter spielt heute nicht selber, ja, sondern da haben wir einen Herrn, der hier Weihnachtslieder für uns spielen wird. Das ist der Hafenmeister Klaus. Der Hafenmeister Klaus. Vielen, vielen Dank, Hafenmeister Klaus. Dann wünsche ich uns einen wunderschönen Nachmittag. Dankeschön. Danke, Herr Lück. Ja, dann darf ich Sie einladen in dieses Haus, dass Sie sich auch innen mal umsehen können. Vorher möchte ich es aber nicht versäumen, Ihnen an dieser Stelle besinnliche Weihnachtsfeiertage zu wünschen. Eine ruhige, besinnliche Adventszeit. Unterliegen Sie nicht dem Weihnachtsstress, der ist hausgemacht. Also besinnliche Weihnachtsfeiertage und natürlich an dieser Stelle, ich glaube am 3. Dezember darf man Ihnen auch schon einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr dann wünschen.